Das ist das Salzburg E-Magazin und das sind die Themen. Sie möchten eine PV-Anlage, wir beraten Sie gerne. Neue Ausstellung im Wasserspiegel am Mönchsberg und das war die Ionica 2018 in Zell am Seekerbrunn. Sie benötigen eine PV-Anlage für Ihr Zuhause oder für Ihren Betrieb? Dann haben wir mit Sicherheit das richtige Produkt für Sie. Jetzt kommt Strom ins Spiel und wir zeigen Ihnen, wie wir eine PV-Lösung am Golfplatz in Eugendorf umgesetzt haben. Eines ist sonnenklar, die Zukunft der Energieversorgung ist elektrisch. Damit das Mehr an Strombedarf mit erneuerbaren Energiequellen abgedeckt wird, bietet die Salzburger ihren Kunden ebenso individuelle wie innovative Lösungen an. Egal, welche Ansprüche sie haben. Ja, der Hauptgedanke war einfach mit der Umweltgedanke, dass man was Gutes macht für die Umwelt und dass man CO2 spart. Da ist natürlich bei uns der Stromverbrauch im Sommer, wenn die Sonnenscheindauer am längsten ist, auch am höchsten, weil es ja ein Freizeitsport ist praktisch und da die meiste Energie verwendet wird. Und das waren die Beweggründe, dass wir gesagt haben, wir wollen unbedingt eine Photovoltaikanlage machen. Den PV-Check, der Voraussetzung für eine betriebliche Landesförderung ist, wurde von der Salzburger AG durchgeführt. Wir beziehen drei Produkte von der Salzburger AG, unter anderem Strom, so eine langjährige Zeit, dann haben wir Gas und die Photovoltaikanlage sowie Kabelfernsehen und damit machen wir es aus einer Hand. Darum ist der Salzburg AG unser bester Partner. Beim PV-Check handelt es sich um eine Landesförderung. Um diese Förderung zu erhalten, benötigt man eine Beratung vom Umweltservice Salzburg, welche die Energieberater der Salzburger AG durchführen. Seit einem Jahr läuft die PV-Anlage in Eugendorf mittlerweile schon und erzeugt jährlich so viel Strom, wie etwa 3 Haushalte im Jahr verbrauchen. Alles dazu lesen Sie natürlich auch in den neuen Lebenslinien jetzt in Ihrem Postkasten. Im Wasserspiegel, dem Wassermuseum der Salzburg AG am Mönchsberg, gibt es eine neue sehenswerte Sonderausstellung zum Thema 90 Jahre Trinkwasserversorgung der Stadt Salzburg aus Glaneck. Wir waren bei der feierlichen Eröffnung mit dabei. Im Wasserspiegel auf dem Mönchsberg wird die Geschichte und die Gegenwart der Wasserversorgung, die Herkunft, Qualität und auch die Technik veranschaulicht. Der Wasserspiegel ist die Möglichkeit, die Trinkwasserversorgung der Stadt Salzburg unseren Kunden zu präsentieren. Wir vergraben eigentlich nur unsere Leitungen. Die Kunden haben Probleme, wenn sie mit dem Auto fahren und wir eine Baustelle haben. Hier können wir die positive Seite der Trinkwasserversorgung zeigen. Was steckt dahinter, damit aus dem Wasserhahn wirklich Trinkwasser herauskommt? Die Trinkwasserversorgung Salzburgs erfolgt hauptsächlich über das Grundwasserwerk Glaneck. Dass das Wasser so hohe Qualität hat, erfordert vor allem ein umsichtiges Waldmanagement. Es freut uns schon, dass wir über eine vernünftige Waldwirtschaft, die ja auch dazu beiträgt, dass Wasser nachhaltig und relativ in einem sehr guten Zustand geliefert wird, dazu beitragen können. Und das macht uns natürlich auch stolz. Die aktuelle Sonderausstellung Wasser ist Leben und Energie gewährt mit ästhetischen Kunstinstallationen einen Blick auf das scheinbar unbedeutende, Randständige und Verdrängte der Gesellschaft. Ich versuche als bildender Künstler immer Themen zu bearbeiten, die gesellschaftlich relevant sind. Hier haben wir mit Wasser zu tun. Wasser ist eines der wichtigsten Lebensmittel. Der Körper des Menschen besteht aus Wasser. Und ich verwende hier Recyclingmaterial. Wenn Sie diese Wand ansehen, das ist eigentlich Müll, aus dem wir hier eine künstlerische Intervention entwickelt haben. Die zweite Arbeit nenne ich Fuscheln, das ist der inhaltliche Bereich des Museums zum Thema Fuschelnsee. Und den Begriff Fuscheln gibt es wirklich. Es heißt so herumwandern oder herumgreifen irgendwie. Und wir haben da 3000 Flaschen am Boden aufgelegt, da können die Besucher dann über diese Flaschen oder durch die Flaschen warten, wie im eigenen Müll oder quasi übers Wasser gehen wie Jesus Christus, ganz egal wie man sehen möchte. Der Wasserspiegel ist Teil des Hochbehälters Mönchsberg, der mit 25.000 Kubikmeter Fassungsvermögen einen wichtigen Teil der Wasserversorgung der Stadt Salzburg darstellt. Also die Salzburger AG arbeitet jeden Tag daran, die hohe Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten, aber auch noch weiter auszubauen. Wir investieren im Jahr 4 Millionen Euro in die Erneuerung der Wasserleitungen. Wir sind jetzt dabei, einige Wasserleitungen, in Summe werden es heuer knappe 9 Kilometer sein, zu erneuern. Aber wir sind auch dabei, einen dritten Hochbehälter im Bereich Glasenbach zu planen und hoffentlich 2020, 2021 in Bau zu bringen. Anschaulich präsentiert der Wasserspiegel mit der Sonderausstellung Wasser ist Leben und Energie die Bedeutung des Trinkwassers und die Geschichte des Trinkwasserkraftwerks Glaneck.
Informationen zu den Öffnungszeiten finden Sie unter www.salzburg-ag.at. Es ist wieder soweit. Ab jetzt finden Sie die neuen Lebenslinien, das Kundenmagazin der Salzburg AG, in Ihrem Postkasten. Diesmal wieder mit interessanten Themen. Diesmal geht es in den neuen Lebenslinien der Salzburger AG um die Elektromobilität. Außerdem, so werden Sie zum Stromselbstversorger. Wir haben Martin Sippel in Bürmoos besucht. Von der Steuer an Steuer. Bis vor kurzem war Benjamin Pomps Steuerassistent, dann ließ er sich zum Obuslenker umschulen. Und Sonne kommt am Golfplatz ins Spiel. Betreiber Johann Holzleitner aus Eugendorf holt sich die Energie für Arbeitsgeräte und Golfkarts von der Sonne. Das und vieles mehr finden Sie in den neuen Lebenslinien der Salzburger AG. Jetzt in Ihrem Postkasten. Energiesparen fängt schon bei den Jüngsten an und dass Volksschüler schon sehr viel wissen, haben sie beim Energiequiz der Salzburg AG bewiesen. Aus 70 Schulen schafften Kuchl, Irsdorf und St. Martin es ins Finale. Früh übt sich, wer ein Stromsparer werden will. Mit dem Energiequiz der Salzburger AG lernen schon die Jüngsten, das wertvolle Gut Strom zu sparen. Sag mal, wie wird denn bei dir daheim Energie gespart? Was sagst du der Mama und dem Papa so Tag ein, Tag aus? Also, wenn sie das Licht anlassen, dann sage ich halt immer, sie müssen es oft dran. Und sie dürfen den Fernseher halt nicht anlassen. Am Abend tue ich Fenster aufmachen, dass es durchlüftet. Und wenn es richtig heiß ist, dann machen wir die Tür nicht auf, dass die ganze Luft, warme Luft nicht reinkommt. Aus dem ganzen Bundesland Salzburg haben sich die Volksschulen Kuchl, Irsdorf und St. Martin für das große Finale qualifiziert. In einem spannenden Wettkampf aller 1, 2 oder 3 geht es um den Gesamtsieg. Dabei müssen so schwierige Fragen wie zum Beispiel, braucht ein Kühlschrank mehr Energie, wenn er im kalten Raum steht, gelöst werden. Zwischendurch haben wir unsere Reporterin Magdalena losgeschickt, um Energiespartipps vom Profi einzuholen. Was sind die Top 3 Energiespartipps? Die Top 3 Energiespartipps? Ich würde sagen, beim Heizen sparen, möglichst das Auto stehen lassen und wenn man an den Strom denkt, sollte man nicht so viel Computer spielen und Fernsehen schauen, dann spart man wirklich gut. Auch Clown Bonifatius zeigt den Kids seine Interpretation vom Stromsparen. Also den Kühlschrank, den stecke ich gar nicht an. Das ist am allereinfachsten. Ich gehe in den Garten aus und da ernte ich dann ein Schnitzel. Schlau sind sie alle, aber am Ende hat die Volksschule Kuchl die besseren Energiedetektive und holt den Gesamtsieg. Wir freuen uns voll und wir können es fast noch immer nicht glauben, dass wir wirklich von den besten 70 Klassen die besten waren, die dann gewonnen haben. Als Lohn für das tolle Wissen wird die Klassenkasse mit einem netten Sümmchen aufgebessert. Wie geht's mit dem Energiequiz weiter in Zukunft? Also unser Energiequiz, das habt ihr heuer auch in der Klasse gespielt. Das wird es nächstes Jahr wieder geben. Wir werden die Fragen wieder ein bisschen modernisieren oder weiterentwickeln. Weil ihr wisst ja schon so viel. Jetzt müssen wir dann natürlich auch uns bemühen, dass es weiter spannend bleibt. Und somit sind auch im nächsten Jahr die Energiedetektive den Stromfressern wieder auf der Spur. Europas größtes Event für E-Mobilität zu Wasser, Luft und zur Erde war gemäß Veranstalter ein Riesenerfolg. Es geht jetzt bei uns um die IONICA 2018. Auch die Salzburger, ein Spezialist für Ladeinfrastruktur für Elektroautos, war damit dabei. Diese bieten wir für Gewerbe, Privat- und auch Hotels an. Außerdem forcieren wir gemeinsam mit dem Land Salzburg Ladestationen in allen 119 Salzburger Gemeinden. Es ist sozusagen das Stromwochenende von Salzburg, die IONICA 2018 hier in Zell am See. Peter, ihr von Seiten der Salzburger AG, du gibst mir sicher recht, ohne Strom wird vieles nicht funktionieren. Und auch die E-Autos würden nicht vorwärts kommen. Und gerade in dem Punkt, ihr seid von Seiten der Salzburger AG bemüht darum, die E-Ladestationen auszubauen. Genau, also wir haben bereits ein flächendeckendes Netz an öffentlichen Ladestationen im Bundesland Salzburg und bauen das auch bedarfsgerecht weiter aus. Das heißt jetzt konkret eine E-Ladestation in jeder Gemeinde?
Ja, genau. Der Kunde soll im Prinzip überall, wo er sich befindet, einfach die Gewissheit haben, eine Ladestation vorzuwinken, wenn er sie braucht, und dort anzustecken. Mhm, dann habe ich die Gewissheit, aber wie lang dauert das Laden dann, wenn überall eine Tankstelle steht? Ja, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist das beschleunigte Laden, wo man Ladevorgänge von 1 bis 2 Stunden hat. Wenn man dort, wo man gerade ist, Erledigung hat oder irgendwas zu tun hat, dann steckt man das Auto an. Und die zweite Möglichkeit ist halt, das Auto richtig schnell zu laden. Das heißt, man gönnt sich eine Pause von 20 Minuten circa und dann ist das Auto wieder zu circa 90% geladen. Dann würde ich sagen, wir zwei gehen das E-Auto jetzt laden und du zeigst mir, wie das funktioniert. Ja, sehr gern. Das ist jetzt also so eine Schnellladestation. Peter, von euch von der Salzburg AG, wenn wir uns die jetzt da anschauen, was ist das Besondere dran? Ja, wir haben schon seit 2014 die ersten Schnellladestationen in Betrieb. Was jetzt bei der neu ist, wir haben die Geschwindigkeit verdoppelt auf 100 kW, beziehungsweise wir können 2 Fahrzeuge gleichzeitig laden. Mhm, so ein Fahrzeug haben wir schon da stehen und ich würde sagen, das laden wir jetzt auf. Super, schauen wir uns an. Also Peter, wir machen jetzt einfach mal den Deckel auf, geben die Schutzhalterungen runter, nehmen das Ladekabel, du steckst es an. Ja. So, und das war's. Das war's, mehr ist nicht zum Tun, es fängt automatisch an. Das heißt, wir warten jetzt ungefähr 20 Minuten, glaube ich, hast du gesagt, und dann ist das Auto geladen. Genau, es wird ungefähr 20 Minuten dauern, dann ist er fast voll oder voll. Ziemlich coole Sache. Es gibt allerdings noch viel mehr, was man mit dem Strom von der Salzburg AG machen kann. Und zwar Dinge, an die man im ersten Moment gar nicht denkt. Ein mit Motor ausgestattetes Enduro-Bike am Mario, man sieht das nicht alle Tage. Was ist denn das Besondere dran? Ja, das ist ein Enduro-Bike mit 17 cm Federweg, hat einen Ego-Motor verbaut mit Ego-Batterie, alles am Rahmen demontierbar, das heißt, ich kann normal treten fahren oder auch den Motor als universellen Kit auf jedes Radl montieren. Wir waren da die ersten weltweit, die Downhill-Bikes mit Motor ausgestattet haben, seit 2008. Und nicht nur mit irgendeinem Motor, sondern mit einem Motor mit 3400 Watt. Das ist im PS ca. 5 PS. Mhm, das heißt, ich bin damit wie schnell unterwegs? Ja, man kann bis zu 70 km/h erreichen. 70 km/h, die du uns jetzt sagst, wie das geht. Sehr gern, let's go. Was auf der IONIQA 2018 ziemlich cool ist, das sind die sogenannten Jetboards. Und genau so eins, das haben wir hier bei dir stehen, Romina. Was ist denn das genau? Ein Jetboard ist eigentlich ein elektrisch betriebenes Surfboard. Wenn du das erste Mal draufstehst, als du das erste Mal drauf gestanden bist, wie war es denn? War wirklich richtig cool, hat viel Spaß gemacht, ist noch gar nicht so lange her und war wirklich toll. Wie viel Speed bringst du da mit deinem Wasser zusammen? Mit dem Modell bis zu 50 km/h. Hui, also ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt in Action an. Alle Beiträge finden Sie wie gewohnt auch auf unserer Facebook-Fanseite, auf YouTube und unter www.salzburg-ag.at.